Zufriedenheit. Wie macht man das denn? Das frage ich mich auch oft. Denn auch ich habe einen Alltag mit vielen Stressfaktoren und auch mit vielen Menschen um mich herum, die auch oft gestresst sind. Und der Stress, der überträgt sich. Und nicht nur Stress, sondern auch einfach negative Gefühle. Wir sind Menschen, wir sind oft unzufrieden. Und daraus entstehen viele negative Dynamiken, ich sag mal so Thema Süchte und Thema, dass man sich dann als Menschen untereinander nicht mehr versteht, weil man innerlich unzufrieden ist und nicht weiß wohin. Und dann kackt man den anderen mal an oder so und dann ist der wieder unzufrieden. Das ist manchmal wie so ein Dominospiel, wo sich aus einem zufriedenen Zustand ein Dominostein den anderen umklickt und am Schluss sind alle unzufrieden und aus dem Gleichgewicht. Diese Dynamik muss nicht sein, aber sicherlich kennst du das, dass man manchmal an sich vielleicht ganz gut drauf ist, aber dann kommt von außen irgendwas. Oder manchmal kommt von innen plötzlich ein Gefühl des Unwohlseins und zack, wieder unzufrieden. Was macht man? Darum geht es heute hier in diesem Video. Ganz kurz und knapp. Also ich werde jetzt nicht eine Stunde drüber reden, sondern wir versuchen das Thema möglichst schnell auf den Punkt zu bringen. Wie schaffen wir mit Hilfe von Qigong mehr Zufriedenheit? Und beim Qigong, das ist ja immer kein Glaubenssystem, daran erinnere ich gerne, sondern Wissenschaft. Qigong ist die Forschung, wie können wir unsere Zustände durch Körperhaltung, Atmung, Vorstellungskraft oder Achtsamkeit verändern. Wie können wir von Zustand A in Zustand B kommen? Von krank zu gesund, von unruhig zu ruhig, von unzufrieden zu, ah, da haben wir es, von unzufrieden zu zufrieden. Und dazu gucken wir uns an in Qigong, was ist das für eine Energie, für ein Zustand, diese Zufriedenheit? Wir müssen erstmal gucken, wie sieht das eigentlich aus? Das ist mehr als nur irgendwie ein unbestimmtes Gefühl, sondern man kann beobachten, was für ein Zustand ganz eng verknüpft oder was für eine Qualität ganz eng verknüpft mit Zufriedenheit ist. Und mit Zufriedenheit eng verknüpft ist oder auch Ausdruck von Zufriedenheit ist die langsame Bewegung. Zum Beispiel im Sommerurlaub das Schlendern, das langsame Schlendern mit Eisbecher an der Strandpromenade. Das ist für viele, ja, oder das langsame Schlürfen des Cocktails im Liegestuhl, und mit dabei das Blick auf das Alpenmassiv. Ja, dass man nicht hektisch und schnell ist. Hektik und Schnelligkeit ist oft in Verbindung mit Unzufriedenheit. Damit meine ich jetzt nicht Sport, sondern einfach im normalen Alltag, die normalen Bewegungen. Und eine langsame Bewegung ist immer Ausdruck von Zufriedenheit. Und beim Qigong, da probiert man dann, Moment, 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 Moment. Muss ich jetzt immer darauf warten, dass ich zufrieden bin und dann bewege ich mich langsam? Oder mache ich es mal andersrum, bewege mich zuerst langsam, obwohl das gar nicht meinem momentanen Gefühl entspricht, und gucke, ob die Zufriedenheit dann dazukommt zu dieser langsamen Bewegung. Diese Forschung hat stattgefunden bereits viele Male und siehe da, das Ergebnis ist ja, es funktioniert beidseitig. Wenn wir zufrieden sind, bewegen wir uns langsamer, ist das Denken ein bisschen langsamer. Wenn wir unzufrieden sind und uns langsam bewegen, kommt mehr Zufriedenheit. Also ein bisschen mehr Zeitlupe, per favore, ja. Und das probieren wir beim Qigong aus. Und wenn man jetzt sagt, wie soll ich denn das machen? Das ist doch lächerlich, das sieht doch komisch aus. Soll ich jetzt wie so immer in Zeitlupe durch den Alltag wandeln oder was? Nein. Dafür gibt es ja die 5 Übungen des Wudang Qigong, falls du die noch nicht kennst. Ich habe dir einen Link unten reingepackt in die Beschreibung mit einem 15-Tage-Gratiskurs, wo du die ganz locker in 15 Tagen lernen kannst, die Übung. Unverbindlich, kostenlos. Sollte jeder Mensch können und wissen. Und daher gibt es diesen Kurs. Und das heißt, das ist mit der beste Anfang, dass wir einfach einmal am Tag zum Beispiel sagen, okay, ich muss mich nicht den ganzen Tag wie in Watte bewegen und wie in Zeitlupe, aber einmal am Tag gönne ich mir das, dass ich einmal am Tag wirklich in mir und meiner Zufriedenheit ankomme oder zumindest von einem Level von großer Unzufriedenheit ein, zwei Stufen runterfahre, zumindest zu einem Gefühl, was okay ist. Denn wir sind Realisten hier im Qigong-Club und wir sagen nicht, hey, mach einmal Qigong und dann ist alles für immer gut, sondern erstmal, man muss öfter das üben, das ist ein Training.
und nicht ein einmal Erreichen des Zustands. Wir gehen nicht einmal ins Nirvana und sind dann für immer angekommen, sondern wir trainieren das täglich, diese Zufriedenheit. Und merken, wenn wir uns einmal am Tag so richtig runterholen und in die Langsamkeit hereingehen mit den Übungen, ins langsame Fließen, dass das abfärbt auf den Alltag, dass wir uns vielleicht unmerklich, aber auch im Alltag dann beginnen, ein bisschen weniger hektisch zu bewegen. Und das fällt den meisten im Umfeld gar nicht auf und uns meistens selbst auch nicht unbedingt, aber wir spüren, dass irgendwie wir mehr bei uns sind und einfach zufriedener mit uns selbst. Das ist ein guter Anfang. Und später können wir das Ganze dann noch ausbauen und schauen, wie können wir noch mehr Zufriedenheit im Alltag etablieren. Und dann gucken wir, das ist so ein Beispiel, wie können wir nicht noch mehr Qigong machen, sondern wie können wir den Alltag langsam erobern. Und zwar nicht, ich wiederhole, mit extremer, auffälliger Langsamkeit, sondern einfach ein bisschen mehr Ruhe. Das kann zum Beispiel sein, dass wir sagen, neben der Qigong-Übung trinke ich vielleicht jeden Tag 6 Tassen Kaffee, aber eine Tasse Kaffee davon, vielleicht die erste am Tag oder in der Mittagspause, die trinke ich langsamer als normal oder bewusster als normal. Und nehme die als Anker, dass ich mich nicht alleine lasse und sage, ich sollte mich immer langsamer bewegen und tief durchatmen. Das ist für den stressigen Alltag, wo so viele Dinge um uns herum geschehen und wir alles zu regeln, zu organisieren und kommunizieren haben, das ist schnell vergessen. Das ist unrealistisch meiner Meinung nach. Aber sich so einen Anker zu setzen und erstmal anzufangen, Qigong-Übung als erster Schritt und als zweiter Schritt, dann, dass wir eine einzige Alltagstätigkeit nehmen und die mit ein bisschen mehr Bedacht, Langsamkeit ausführen, sodass es nicht völlig freakig, komisch auf unsere Umwelt wirkt. Aber wenn man so langsam eine Tasse Tee trinkt, da würde, glaube ich, kaum jemand sagen, boah, was bist du denn für ein Freak? Und das würde dann nicht zu viel Ungleichgewicht in der Außenwelt erschaffen, wenn wir da so eine kleine Tätigkeit nehmen. Es muss auch nicht die Tasse Kaffee sein, es kann auch das Zähneputzen sein, was wir ein bisschen langsamer machen als normal. Und auch noch als letzter Tipp, es muss nicht extrem langsam sein, sondern ein bisschen langsamer, als wir das normal machen würden. Und das ist meine Beobachtung, dass dieses ein bisschen langsamer als normal, manchmal mehr Wirkung erzeugt, weil es noch mehr unserem Naturell entspricht, als wenn wir es ganz unnatürlich langsam machen. Das nochmal so als kleiner Hinweis. Du kannst auch gerne deine Meinung noch hinschreiben. Was sind deine Tipps und Tricks, wie du Langsamkeit erreichst oder auch Zufriedenheit? Wenn du sagst, Zufriedenheit und Langsamkeit, nein, bewegt euch immer schneller und hektischer, dann wird man richtig zufrieden. Schreib's in die Kommentare rein, deine Meinung und deine Erfahrungswerte. Die sind sehr wichtig hier im Qigong Club. Wir sammeln hier Erfahrungswerte. Und ich freue mich auf dich auf jeden Fall, wenn du im nächsten Video wieder Lust hast, mit dabei zu sein. Bis dann. Ciao.